Parks und Naherholungsgebiete gehören zu den wichtigsten Rückzugsgebieten vieler Tierarten. Denn außerhalb unserer Städte lässt ihnen die industrielle Landwirtschaft kaum noch Platz zum Leben. Eine solche Oase ist auch der Lewinsche Park am nordwestlichen Stadtrand von Göttingen. Im 19. Jahrhundert wurde hier die Wasserkraft des Gronebachs für die Webstühle einer Tuchfabrik genutzt. Davon übrig geblieben sind zwei Teiche, die heute Heimat für Reiherente, Höckerschwan, Eisvogel und andere Vogelarten sind. Die Tiere haben sich an die Nähe der Menschen gewöhnt. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Wollen sie einen Platz zum Leben finden und ihre Jungen aufziehen, müssen sie wohl oder übel die Nähe von Spaziergängern, Joggern, spielenden Kindern und selbst Hunden tolerieren. So hat auch ein Teichhuhnpaar nicht weit vom Ufer des kleineren Teichs sein Nest gebaut. Ende Mai sind 5 Küken geschlüpft und werden von ihren Eltern umsorgt und gefüttert. Ein Alttier bleibt bei den Küken im Nest, während der Partner auf Nahrungssuche geht. Das Nahrungsspektrum reicht von Wasserpflanzen über Samen und Früchte bis zu Wasserinsekten. In den Wasserpflanzen leben besonders nahrhafte Köcherfliegenlarven, die geschickt aus ihren schützenden Umhüllungen geholt werden. Ein echter Leckerbissen für die hungrigen Küken. Etwa 2 Wochen nach dem Schlüpfen sind von den ursprünglich 5 Küken nur noch 2 am Leben. Die möglichen Gründe sind vielfältig. Vielleicht haben Waschbär oder Graureiher die Küken erbeutet oder die fehlenden Küken waren zu schwach. Teichhuhnküken sind Nestflüchter. Schon nach wenigen Tagen beginnen sie selbstständig die Umgebung zu erkunden und gehen auf Nahrungssuche. Ein Elternteil bleibt dann stets in ihrer Nähe und füttert und beschützt die kleinen Federbällchen. Schon die wenige Tage alten Küken haben auffällig große Füße und keine Schwimmhäute. Teichhühner bevorzugen Gewässer mit vielen Schwimmpflanzen. Mit ihren großen Füßen können sie gut auf den Seerosenblättern herumlaufen, ohne einzusinken. Wieder hat das Alttier eine Köcherfliegenlarve gefunden und schüttelt den Leckerbissen aus seiner schützenden Hülle.
Der freie Platz im Nest wird umgehend für eine zweite Brut genutzt. Gleich nach dem Schlüpfen der Jungen haben sich die Alttiere erneut gepaart und zum zweiten Mal Eier gelegt. Die Partner wechseln sich beim Brüten ab. Vorher wird noch das Gefieder gründlich geputzt, damit das Nest und die Eier sauber und trocken bleiben. Diese Fortpflanzungsstrategie wird Schachtelbrut genannt und ermöglicht es den Teichhühnern, in einer Brutsaison möglichst viele Nachkommen aufzuziehen. Sie warten nicht, bis ihre Jungen flügge geworden sind, sondern beginnen mit der nächsten Brut, sobald die Küken geschlüpft sind. Wie wichtig das für den Fortpflanzungserfolg ist, zeigt sich ja bereits am schnellen Verlust von 3 der ursprünglich 5 Küken der ersten Brut. Aber auch wenn die Küken von Tag zu Tag selbstständiger werden, das Nest bleibt ihr Zuhause, zu dem sie regelmäßig zurückkehren. Unter dem Gefieder ihrer Eltern finden sie Wärme und Schutz. Ein Sommergewitter zieht heran. Die Teichhühner lassen sich davon nicht beeindrucken. Zwar ziehen sich die beiden Küken in den Schutz des Nestes zurück, ihre Eltern aber setzen ihre ganz normale Tagesroutine fort. Die Eier werden bebrütet und nebenbei das Nest ausgebessert und vergrößert. Es gießt wie aus Eimern und schwere Tropfen prasseln auf das Wasser. Den Teichhühnern ist das egal. Die sind durch ihr Gefieder gut geschützt. Nach einer halben Stunde ist der Wolkenbruch abgezogen und auch die Küken lassen sich wieder blicken. Noch kurz das Wasser aus dem Gefieder geschüttelt und das normale Leben kann weitergehen. Anders als Teichhühner brüten Höckerschwäne nur einmal im Jahr. Auch ihre Küken sind Nestflüchter, doch die Eltern bleiben stets in ihrer Nähe und schützen sie energisch vor jeder Gefahr. Kein Küken soll verloren gehen.
Allein unterwegs bringt jeder Tag neue Entdeckungen. Was sind das für riesige weiße Vögel, die plötzlich in der Nähe aufgetaucht sind? Hier scheint Vorsicht angebracht. Doch die Schwäne beachten das kleine Teichhuhn gar nicht und so kann es beruhigt weiter nach Nahrung suchen. Am Nest ist ständig etwas zu tun. Reichlich Baumaterial findet sich am Ufer. Die Blätter von Schwertlilien werden abgeknabbert und dann zum Nest gebracht. Zwar haben die Teichhühner ihr Nest auf einem im Wasser liegenden Ast gebaut, der bildet aber nur ein unvollkommenes Fundament. Zum größten Teil schwimmt das Nest auf dem Wasser. Das Baumaterial saugt sich mit der Zeit voll und verliert seine Stabilität. Bei jeder Welle und beim Hoch- und Runterklettern der Tiere schwankt das Nest. Die lose ineinander gestapelten Teile lockern sich und fallen schließlich auseinander. Also muss immer wieder nachgelegt werden. Irgendwann ist ein Ei aus dem Nest gekullert und liegt nun verwaist am Rand. Vielleicht ist es aber auch noch von der ersten Brut und die Alttiere haben es selbst aus dem Nest geräumt, weil daraus kein Küken geschlüpft ist. Immer noch suchen die schon deutlich größer gewordenen Küken regelmäßig die Wärme und den Schutz des Nestes auf. Darin wird es dem Alttier nun aber langsam etwas eng. Und das zweite Küken wird nur unwillig begrüßt. »So schmutzig kommst du mir nicht in die gute Stube«, scheint das Alttier zu sagen, denn erst nach ausgiebigem Putzen darf das Küken unter sein schützendes Federkleid. Kaum 10 Meter entfernt schaut ein Graureiher mit auffälliger Neugier dem regen Familienleben zu. Mitte Juni ist es dann soweit. Das erste Küken der zweiten Brut zeigt sich im Nest. Der Plan der Teichhühner scheint aufzugehen. Drei Tage später. Das Nest ist zerstört. Eier und frisch geschlüpfte Küken sind verschwunden. Wahrscheinlich hat ein Graureiher oder ein Waschbär das Nest geplündert.
Gut 5 Wochen haben die Teichhühner ihre Eier sorgfältig trocken und warm gehalten, aber kaum sind die ersten Jungen geschlüpft, werden sie gefressen. Ein harter Schlag. Doch keine 10 Meter entfernt bauen die beiden Teichhühner bereits ein neues Nest. Was seltsam unbeteiligt anmutet, ist in Wirklichkeit pure Notwendigkeit. Es ist schon Mitte Juni und bisher sind nur 2 Küken auf dem Weg zu erwachsenen Tieren. 5 Wochen haben die Tiere vergeblich in eine zweite Brut investiert. Jetzt wird es höchste Zeit, noch einen dritten Versuch zu unternehmen, damit die nächsten Küken noch groß genug werden, um den kommenden Winter zu überstehen. Auf den ersten Blick scheint das Teichhuhn recht wahllos Seerosenblätter aus dem Wasser zu ziehen und übereinander zu legen. Doch das Tier hat wohl durchaus eine gewisse Vorstellung davon, wie das Nest einmal aussehen soll und wie es am besten zu bauen ist. Auf Blätter folgen Algen und von weiter her werden kleine Ästchen aus dem Wasser geholt und verbaut. Während die Alttiere fleißig am neuen Nest bauen, streifen die beiden überlebenden Küken selbstständig umher. Die Eltern lassen sie jedoch nie vollständig aus den Augen, bleiben in ihrer Nähe und bringen ihnen von Zeit zu Zeit einen kleinen Leckerbissen. Im Juni haben sich zur gelben Blütenpracht der Teichrosen auch Seerosen gesellt. Die schwimmenden Blätter sind ein beliebter Eiablageplatz für die große Königslibelle. An warmen Junitagen schwirren zahlreiche Libellen über das Wasser, tanken Sonnenlicht und sorgen für Nachwuchs. Typische Arten flacher, stark bewachsener Teiche sind die Hufeisenazurjungfer und der Vierfleck. Wenige Tage später ist das neue Nest schon deutlich gewachsen und wird weiter ausgebaut. Küken sind ihren Eltern gefolgt und nutzen das zweite Nest als Pausenplatz.
Zwischen den Blättern und Blüten der Seerosen finden die Tiere jetzt reichlich Nahrung. Nur 1,5 Wochen, nachdem das erste Nest geplündert und verlassen wurde, ist es bis auf wenige Reste zerfallen. Die beiden Küken nutzen ihr altes Zuhause noch als Rastplatz und zur Gefiederpflege. Das neue Nest ist fertig. Ein Altvogel sitzt ruhig darauf. Es ist jedoch nicht zu erkennen, ob bereits wieder Eier gelegt wurden, die jetzt bebrütet werden. Zehn Tage später hat sich die Lage erneut völlig verändert. Die Astgabel, auf der die Teichhühner ihr zweites Nest gebaut hatten, hat sich gedreht und das neue Nest ist versunken. Das Paar gibt aber nicht auf und baut in derselben Astgabel das Nest neu. Wieder ziehen die Teichhühner unermüdlich Seerosenblätter und Äste aus dem Wasser und stapeln sie in die Höhe. Aber auch am ersten Nest wird wieder gebaut. Statt Seerosenblättern verwenden die Tiere hier kleine Äste, die überall in der direkten Umgebung im Wasser liegen. Dieses Nest wirkt dadurch deutlich stabiler. Das scheint auch den Teichhühnern aufgefallen zu sein, denn sie konzentrieren sich jetzt auf den Wiederaufbau ihres ersten Nestes. Die beiden Küken sind weiter selbstständig unterwegs. Während eines sich am Ufer der Gefiederpflege widmet, ist das andere auf einer Wiese direkt am Ufer auf Nahrungssuche. Hier schmeckt ihm nicht nur das Gras, sondern vor allem die Blätter saftiger und eiweißreicher Kräuter. Ein träger Tag Mitte Juli. Am Teich passiert wenig.
Nach dem Frühstück inmitten der Seerosenblätter ist es Zeit für ausgiebige Körperpflege. Nur ein sauberes und geordnetes Gefieder schützt vor Hitze, Kälte und Nässe. Das Federkleid des Kükens ist bereits gut entwickelt und zeigt schon den hellen Seitenstreifen erwachsener Teichhühner. Nur am Kopf überwiegen noch die kurzen Daunen eines Jungvogels. Das andere Küken hat sein Frühstück noch nicht beendet. Wasserpflanzen sind nicht sehr nahrhaft, deshalb müssen die Küken den größten Teil des Tages fressen, um schnell groß zu werden. Auch die Alttiere sind auf Nahrungssuche und kümmern sich nicht mehr um ihre Küken. Mit gut 2 Monaten sind die jetzt groß genug, um allein zurechtzukommen. Den Wiederaufbau von Nest 1 scheinen die Teichhühner doch nicht fortgesetzt zu haben. Es zerfällt bereits wieder und ist kleiner als vor ein paar Tagen. Dagegen ist Nest Nummer 3 deutlich gewachsen und ebenfalls aus stabilen Ästen gebaut. Doch beide Nester liegen verlassen. Kein Teichhuhn lässt sich in der Nähe blicken. Vier Tage später ist auch das dritte Nest von Zerfall gezeichnet. Die Teichhühner haben alle Bauarbeiten eingestellt und verbringen den Tag mit Gefiederpflege und Nahrungssuche. Anfang August. Die Teichhühner haben keinen weiteren Brutversuch unternommen und alle Nester sind vollständig zerfallen. Wahrscheinlich war den Tieren der Sommer bereits zu weit fortgeschritten und weitere Küken wären bis zum Beginn der kalten Jahreszeit nicht mehr groß genug geworden. Die anstrengende und nicht enden wollende Arbeit des Nestbaus und der Versorgung der Küken hat für dieses Jahr ein Ende. Die Tage vergehen nun mit Nahrungssuche und Gefiederpflege. Die beiden Küken aus der ersten Brut sind in diesen Tagen nicht zu entdecken. Vielleicht haben sie sich auf den Weg gemacht, um ihr eigenes Revier zu finden. Vielleicht sind sie nur gut versteckt. Auch wenn sie sich nicht mehr gemeinsam um den Nachwuchs kümmern, bleiben die beiden Teichhühner als Paar zusammen. Im nächsten Jahr werden sie erneut ihr Glück versuchen. Die Strategie der Schachtelbrut hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Die mühsam und mit vollem Einsatz umsorgten Eier und Küken der zweiten Brut sind Räubern zum Opfer gefallen. Ein neu angelegtes Nest, vielleicht sogar bereits mit Eiern, ist im Teich versunken. Das zeigt, Teichhühner haben es schwer.
Selbst unter so guten Bedingungen wie hier im Lewinschen Park schlägt so mancher Brutversuch fehl und nur wenige Küken erreichen das Erwachsenenalter. Um sich erfolgreich fortzupflanzen, werden die beiden Teichhühner auch im nächsten Jahr wieder alles daran setzen, so viele Bruten wie möglich großzuziehen.